Hallihallo und herzlich willkommen. Ich muss mir kurz einmal hier. Jetzt habe ich was zugemacht, was ich nicht zumachen wollte. So, wieder offen. Alles klar. Willkommen zurück. Ich hatte ja gestern schon angekündigt gehabt, dass ich Geburtstag hatte und deswegen nicht verfügbar bin. Und ich glaube, ich hatte noch irgendwas vor, was ich eigentlich jetzt gerade hätte machen können, merke ich gerade. Ist auch nicht schlimm, das dauert nicht lange. Und dann gehen wir gleich in den einen Raum oder den nächsten Raum rein. Oh, no. Es hat nicht gespeichert. Dammit. Damage. Ja gut. Hatte ich denn das jetzt noch? Ich hatte ein neues Bild gemacht gehabt für den Abschied dann nachher. Aber scheinbar habe ich das mir nicht eingebildet, aber zumindest jetzt nicht hier auf den Rechner rübergeschoben gehabt. Aber wie habe ich das denn dann? Ach, ich habe das auf meinem Handy. Ich hatte das gestern ja noch rumgezeigt gehabt. Ich habe es auf meinem Handy. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Die Compression Chamber. Da gucken wir doch mal da rein, würde ich sagen. Down the hatch. Fuse 25. Oxygen sensors, lights. Ja, brauchen wir einen Schlüssel für. Das ist das Clue-Ding. Da ist der Mülleimer. Es ist so ordentlich hier. Es ist so ein Unterschied zu den anderen Zeiten. Was haben wir denn hier? I'm so tired of remembering all those passwords. I just decided to leave myself reminders. The first digit of what I'm floating on. Standard operating temperature. Last decimal digit. The second digit of what I'm floating on. Standard operating temperature, first decimal digit. Huch. Ah, ich. Bisschen was von dem Doomguy-Helm. Okay. Fuse nehmen wir mal mit. Das gucken wir uns dann nochmal an. Das hier können wir dazu erstmal. Ich weiß, hier steht auch was. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig erstmal. Was haben wir hier? D4. Use Safety Protocols. Hier ist noch mehr. I forgot it again. There are too many passwords to remember around this place and we are not allowed to use space pass. Can you help me? I need to get into the locker. Nathan. Eddie? You know, the captain said we are not supposed to send passwords via messages. It's unencrypted. So let's try this. You need to stay safe. So to do that, you probably should not do for the following. Barbecue s'mores. Use a spoon to unfasten screws
Open the door to air out the place. What? Was haben wir da? Die brauchen wir ja gleich dann alle. TR. Ist das eine Waage oder sowas, ne? Oh, Oxygen-Sensor 15. Haben wir das schon? 2x20, 25, 15. Okay, und das andere ist Temperatursensor. Auch 15. Okay. Was genau hat uns das jetzt gebracht? Das fehlt uns noch. Use Safety Protocols. Exit Hatch 25. Ist die hier? Machen wir die erstmal wieder da rein. Und das kriegen wir noch nicht auf, hatte ich gesagt, ne? Und da ist ein Token. Das geht nicht auf. Alles klar, da müssen wir uns jetzt hier nochmal. Was denn Floating on? Standard Operating Temp, das können wir noch gar nicht, ne? Ah, nee, doch. Pressure low. Moment. Ne. Last decimal digit. Second digit of what I'm floating on. Und standard operating temperature, first decimal. What I'm floating on. Oh, da brauchen wir das Ding für. Oder ein Floating on. D4 wird es ja wohl nicht sein. Das da. Barbecue S'mores. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Das ist mir irgendwie gerade zu hoch. Stargazer 28. Zwei. Standard operating temperature last decimal. Ob das Standard ist, weiß ich nicht, aber okay. Acht und probieren wir es. Nee. First digit of one, das wird richtig sein. Standard Operating Temperature. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das jetzt die Standardzahl, die Standardtemperatur ist. Ich gehe jetzt noch davon aus. Ja, gehe ich jetzt davon aus. Ach, warte. Ja, was?
muss das sein? Nee. Manual Override. First Digit. What I'm floating on. Digit. Ja, ich habe gerade laut gesagt. Egal. Last Decimal Second Digit Floating on Standard Operating Temperature. Also 2,8 wird schon mal richtig sein, weil das ist What I'm floating on. Das kann nichts anderes eigentlich sein als das. Ich guck mal gerade nach dem Hinweis. Ja. Gut, das war sinnlos. Oder ist das doch falsch mit dem What I'm floating on? Was kann da eigentlich nur 28 Stargazer? 28, ja. Ja, es hilft auch nichts, wenn ich es jetzt immer wieder eingebe. Ist eine 28, ja. Temperatur, ich weiß halt nicht. Wäre die Standardtemperatur, weil das jetzt die Pressure, der Raumdruck zu wenig ist, vielleicht 20 Grad oder 25 Grad? Ach Quatsch, warte mal. 0, 8, 2. Was ist das? Token nur. Okay. Irgendwas mache ich falsch. Ach. Ja, natürlich mache ich was falsch. Ja, das, ach, egal. Das brauchen wir. Den brauchen wir. Hier brauchen wir noch was auf der Brust. Wenn wir das mal nicht aufschrauben können irgendwann. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Nee, ne? Use Safety Protocols. Haben wir Safety Protocols schon irgendwas? Oh, was haben wir denn hier? Habe ich ganz vergessen. So, das können wir, denke ich, rausnehmen. Und brauchen nur das. Denke ich. Ja, fehlt uns ja das hier noch.
Die hatte ich gar. Oh, ganz vergessen. 45. 30. 20. Ach ja, ist auch noch da. Was fehlt denn jetzt noch? Suit equipped und Pressure. Pressure. Pressure, Pressure. Ah, okay. Ich meine, was passiert, wenn ich beispielsweise das jetzt einsetze? Nix. Da ist noch was. Hatte ich nicht mehr Werkzeug daraus genommen? Oder liegt das jetzt hier irgendwo? Wenn man so blind ist manchmal. Und ich sehe, dass das was runtergefallen ist. Ja. Okay. False, pressure incorrect. Das wieder zu. Ja, das können wir wieder knicken. Das macht aber nichts. Da war nix. Safety Rules. Oh Gott. 1, 2, 3, 4 und 7. Okay. Und was ist rausgerissen? 5, 6, 8 und 9. Vier Zahlen brauche ich, ne? Ja, das sieht nach einem. Ne, einen dreistelligen Code brauchen wir. Use Safety Protocols. Ja, aber welche Reihenfolge? Fire in the chamber, do not open the hatch. Die 7 sieht so aus, als wäre das was Besonderes. Safety Rules, ja, Safety Protocols. Oh, ich habe doch jetzt die. Kann ich damit nichts machen? Sieht nicht so aus. Kann ich die dann wieder da rein tun? Hämmerge. Okay. Das hier brauchen wir erstmal nicht mehr, ne? Safety Protocols. 1, 2, 3, 4, 7.
Ah, Moment. Die Nachricht. Barbecue S'mores. Mach kein Feuer. Drei. Use a spoon to unfasten screws. Sieben. If you are not trained to at a job, do not attempt to do it anyway. Use the right tool for the job. Klingt nach einem guten Ratschlag. Open the door to air out the place. Na, mein Auge. Do not open hatch doors unless given the proper order. 3. 3, 7, 4. 3, 7, 4. Barbecue s'mores. Use a spoon. Open the door. 3, 7, 4. Reason for yourself and responsible, nicht reasonable, responsible. You're not trained for the job, you should not be doing it. Oder habe ich keinen Saft auf der Tür? Ja, auf der Tür sage ich nach dem. Doch, müsste eigentlich, ne? Trained. Vielleicht doch eine 2. 3, 2, 4. Nee. Es wird schon die Reihenfolge sein. Barbecue s'mores. Use a spoon to unfasten screws. Open the door to air out the place. Das können nur die Zahlen sein. Das heißt, irgendwas ist hier mit dem Schloss noch nicht. Ja, das, danke. Wie gesagt, es ist, glaube ich nicht, dass das. If you are not trained at a job, do not attempt to do it anyway. Use the right. Ach, ich bin. Das wird kein Zusatz sein, das ist keine 7, das ist eine 8. Ja. Okay. Nein. Und da haben wir die Werkzeuge, die ich gedacht habe, dass wir sie brauchen. Zack. Manual Override. Power Supply Low. Stift an die Seite legen hier. Den brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. So, 30. Und 15. Ich meine, das wäre vom Prinzip. Na, lass mal wieder. Lass mich. So,
15, da rein. Das hier war 25. Okay. Pressure Panel, okay. Nee, das da. Minus 1, minus 1. Was passiert denn dann, wenn ich das hier mache? Okay, das ist ja alles größer gleich, ne? Nee. A plus 2. Geht der so A, B, A, B, A, B, A? Okay. Okay. War ja dann doch ein bisschen einfacher. Meine Güte, manchmal. So. Pressure ist richtig und jetzt müssen wir nur, glaube ich, gucken, dass wir den Anzug geladen bekommen. So, und jetzt war hier drinne. Reicht das hier auch? Ja, das hier. Ich muss den jetzt anziehen. So, und dann kann ich die wieder rausnehmen. Packe die da rein. Oder auch nicht. So. Oh, okay. Die hier. Ich habe die falsche genommen. Warum hat er nur. Wo ist der Rest vom. Also warum. Wird ein bisschen kalt, ne? Oh gut. Okay, was ist jetzt hier? Crane Control. Okay. Das ist clogged. Note for the Captain. We didn't have luck replacing this used keypad. We will replace it with a new one when we get to the base. Also, just a reminder, the keypad still accepts password only in ascending order. Chief Engineer. Okay. Haben wir denn hier? Das ist der Mülleimer, Fuel Tank. Okay. Wahrscheinlich Fuel Pressure. Fuel Tank Monitor, okay. Hatch, okay.
Uff. Huch, nein, ich wollte nicht zurück. Okay. Verstehst? Das ist also nicht richtig gewesen. Kann ich hier noch irgendwas aufmachen, aufsammeln? Was ist denn mit dir hier? Da kann ich nichts machen, alles klar. Wir haben noch keine Zahlen. Ah, das geht auf. Das ist vermutlich. Upsa. Use this on the second one. Okay, in ascending order. Dankeschön. So, und dann ist das hier dann. Okay. 1531. Und wo müssen die Röhren dran? Da haben wir noch kein Schaltmuster für. Doch, haben wir. Zack, und einmal bitte festpinnen. Oh, wir haben kein Farbschema dafür. Erstmal. Rot in das zweite ist okay. Alles klar, probieren wir das mal aus. Okay. Geht rein. Und dann funktioniert die Seite hier schon mal wieder. Rot, blau, gelb, grün. Rot, blau, gelb, grün. War das jetzt dann hier? Ah, da ist, ich muss dann wahrscheinlich
Die leere Batterie. Hier rüberbringen. Ich lasse die aber jetzt erstmal da oben dran. Was bist du? Eine kleine Kamera. Und wir haben Röhren gekriegt. Die Röhren brauchen wir wahrscheinlich hier unten. Bist du zum Aufmachen? Wenn ja, wo? Oh, Moment. Da ist was kaputt. Da kommen wir aber nicht dran. Hier ist generell viel kaputt. Ich glaube, meine Kopfhörer gehen leer. Ich irgendwo. Nee, gerade nicht. Na, mal gucken, wie lange sie noch halten. Wir haben jetzt 20:07 Uhr. Ich will eh gleich dann, wenn ich hier bei dem Raum so einigermaßen noch durchkomme, aufhören. Ja, mal einen Hinweis. Ich weiß nämlich nicht, wie ich den Boden aufkriegen soll. So. Crane Operational. E1, E2. Oh. Primary Tank Sensors is down. Enter Tank Status manually. Secondary Sensor reading are available on the Hatch Control Unit. Zwölf Tonnen, ne? XN hat die Hälfte, also 6, 6, 4, 3. 6, 4, 3. Ne, Quatsch. Ach, hier ist EX. So. Das ist die Hälfte von 12 Tonnen, also 6. Ach, ich bin so. Haha. Man merkt ein bisschen, ich bin durch, oder? Ja, falsch rum. Ja. Hier sind 4, da sind 2. Ja, danke. Oh no, das war's. Das ist aber ungünstig jetzt. Ich hoffe, doppelt sich der Sound zu sehr wahrscheinlich, ne? Ich habe leider gerade keine anderen Kopfhörer da. Naja, probieren wir es einfach nochmal so schnell fertig zu bringen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Verdammt. Mist. Kann ich. Ich habe leider auch nichts.
drin einpümpeln und mein AUX-Kabel ist ein bisschen kurz dafür. Dammit. Okay, gut, dann nee, ich versuche das jetzt mal schnell fertig zu machen. So, das war richtig. Zurück. Das kann ich hier nicht eingeben, ne? Und die Batterien. Tauschen nochmal gerade zurück. Huch, da war doch was. Ah ja. Gekriegt. Wir haben aber kein Werkzeug, um irgendwas auf- oder zuzukriegen. Halt. Korrektur. Wir haben es offen. Okay. Die sind zu. Die sind offen. Das bringt mir gerade nicht wirklich was, ne? Ach, Leute, das bringt gerade nichts. Mit dem Sound hier. Ich glaube, das möchte ich auch gerade nicht. Gut, dann machen wir erstmal Exit to Menu und dann Spielaufnahme aus, die Kamera an, die Kamera aus. War heute eh so ein chaotischer Tag und ich möchte jetzt, glaube ich, dann ein bisschen Feierabend machen. Ich muss noch meine Bewerbung fertig schreiben. Die mache ich jetzt noch. Und ja. Nee, warte mal. Bin ich viel zu früh? Nee, passt schon. Wie gesagt, Akku ist leer vom Kopfhörer. Dann ist das heute so ein bisschen holpriger Ström. Ist nicht ganz eine Stunde. Aber dann ist das jetzt halt mal so. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Und ich wünsche allen, die jetzt gerade zugeschaut haben und allen, die zuschauen im VOD, noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und ja, bis morgen Abend dann wieder mit aufgeladenen Kopfhörern. Bis dahin. Auf Wiedergeschauen, reingehauen oder wie das auch mal heißen mag. Tschüss.